The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Menschen da draußen an den Endgeräten. Letzte Woche war ich mal wieder tagsüber im Schwimmbad. Ganz alleine, es war brüllend heiß, das Schwimmbad war mega voll und ich musste mit Entsetzen feststellen, dass das echt jetzt Jahre her ist, dass ich tagsüber das letzte Mal im Schwimmbad war. Und gut, nun kann man sagen, mit Corona-Maske macht Schwimmen auch einfach keinen Spaß. Also das mag auch ein Grund gewesen sein. Aber ich habe mich dabei ertappt, dass vor lauter Tagesgeschäft und vor lauter Gewusel ich tatsächlich jetzt jahrelang nicht mehr im Schwimmbad war. Und dann habe ich mich an meine Ursprungsenergie erinnert, warum mache ich mich selbstständig? Und einer der Gründe, warum mache ich mich selbstständig, war Freiheit. Die Freiheit zu haben, tagsüber mal 2 Stunden ins Schwimmbad zu gehen, ohne einen Urlaubsantrag auszufüllen, ohne den Chef nach Erlaubnis zu fragen oder sich da sonst irgendwie rauszumogeln oder in der Nachtschicht oder sonst irgendwas. Die Freiheit zu entscheiden über meine Lebenszeit. Die Freiheit zu entscheiden, gehe ich jetzt ins Schwimmbad oder gehe ich nicht ins Schwimmbad. Die Freiheit ist das, was wir im Hamsterrad vielleicht so grundsätzlich einfach viel zu wenig Beachtung schenken. Und nun habe ich den Armin hier vor der Kamera bzw. vor dem Mikrofon, den Armin Kittel, einer der führenden Köpfe im Freiheitskongress. Lieber Armin, das ist, glaube ich, jetzt der 8. Durchgang, wo der Internationale Freiheitskongress online geht. Und auch ich habe die Ehre, damit dabei zu sein. Und Armin hat für nächstes Jahr was ganz, ganz Großartiges vor. Und auch da hoffe ich, ein wenig was von meiner Energie einbringen zu können. Lieber Armin, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und magst erzählen, was dich bewogen hat, diesen Freiheitskongress mit ins Leben zu rufen. Ja, gerne. Also ich bin Armin Kittel, lebe in München, bin gebürtiger Münchner auch und bin 57 und ich bin jetzt seit 2002 Unternehmer. Ja, ne, bei mir war es auch früher so, zuerst Trainee, dann eine Managerausbildung und dann bei einem großen Konzern als Verkaufsleiter. Ne, und dann habe ich gesehen, okay, man arbeitet zwar für einen großen Konzern in einer Management-Position, aber man ist nicht frei. Mhm. Ja, ich bin dann immer hin und her geswitcht. Ich habe damals in Bad Homburg gewohnt gehabt und bin dann immer am Freitagabend wieder hoch nach Frankfurt. Und Sonntagabend bin ich hoch und dann Freitagnachmittag wieder zurück, ja, nach München. Mhm. Ja, das war nicht das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Ja, und habe damals dann eben die erste Firma gegründet. Da war ich mir aber noch gar nicht bewusst, war ich noch relativ jung, ist ja 20 Jahre her, ne, in welche Dimensionen das noch geht. Ne, und Freiheit, dann im Laufe der Zeit, man hat immer mehr erkannt, okay, nicht Geld ist das Wichtigste, sondern Zeit ist das Wichtigste. Mhm. Ja, und für mich war Freiheit immer, dass ich das tun kann, was ich will, wann ich will, wo ich will, wie ich will und mit wem ich will. Mhm. Dass ich total unabhängig bin. Mhm. Dass ich aufstehen kann, wann ich will. Dass ich ins Bett gehe, wann ich will. Ja, und dadurch, dass ich ja immer weltweit arbeite, sowohl auf der westlichen Seite mit den ganzen Amis und Brasilianern und Südamerikanern und genauso auf der östlichen Seite mit den ganzen Asiaten, ja, dann hätte ich nonstop 24 Stunden arbeiten können, wenn ich will. Ja, ja. Ja, aber das ist nicht die Sache, sondern ich habe dann auch geschaut, auch Timothy Ferris aus dem Netzwerk, den manche vielleicht kennen mit der 4-Stunden-Woche. Mhm. Wie kann man das alles ein bisschen priorisieren, dass man eben mehr Freiheit hat. Mhm. Ja, und es gibt ja immer das Gesetz der Anziehung. Mhm. Als ich damals in Las Vegas war, 2016,
bin ich schon damals nach Las Vegas geflogen zum Treffen der besten Internet-Marketer, war das damals, mit der Vision, dass wir mal den größten Online-Kongress weltweit machen. Ja, also, aber ich wusste noch damals nicht, wie ich ihn nenne. Ne, und wir hatten dann, es gab einen World Changer Summit, einen Mind Changer, es gab das Projekt The Change, ja, alles Mögliche. Ne? Und dann war mal, das erste Mal war, ich glaube 2016, habe ich da mal was gesehen von einem Freedom Summit, damals 2017 auch von einem Freiheitskongress. Und die haben das aber nur einmal gemacht. Ja, und dann war wieder jemand 2019, hat dann auch einen Freiheitskongress gemacht. Und ich bin ein Freund der Manifestation 3. Ja? Also, und dann habe ich die Anja kennengelernt und sie hat die Idee gehabt, du, sie möchte einen Freiheitskongress machen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit. Ich helfe dir, dass wir den total nach oben skalieren mit meinen ganzen Kontakten. Bist du bereit, auch wirklich die extra Meile zu gehen? Also es ist ein Riesenunterschied, ob man es nur möchte oder ob man es wirklich will. Ja, weil dann muss man eben Opfer bringen, auch mal, wenn man was sehr Großes machen will. Das ist die Energie, die man halt reinsteckt. Das Universum, das möchte ja sehen, ob du es auch wert bist. Und sie war bereit und ich habe sie auch viel getestet, auch Anja, ja, und dann auch die Gabi, ja, da kann jeder, wenn ihr sie kennenlernt, könnt ihr sie fragen, ja, weil ich teste immer gerne dann die Leute, ob sie auch wirklich mitgehen, den nächsten Schritt, weil es eine Mindset-Frage, ob sie schon so weit sind. Ja, und jetzt mit dem Freiheitskongress, jetzt haben wir, der Andreas hat es angesprochen, haben wir 7 gemacht gehabt. Wir hatten es dann schon so nach dem 5., 6. hatten wir es dann einmal schon in der Pipeline. Jetzt gehen wir dann nach Amerika, Indien und so weiter. Die ganzen Kontakte, die ich dort habe. Aber du musst dann wiederum quasi für die anderen Länder fast von vorne wieder anfangen, weil die kennen so ein Format fast gar nicht. In Deutschland gibt es ja extrem viele Online-Kongresse. Andreas ist ja selbst mehrfacher Online-Kongressveranstalter und sehr erfahren. Ja, und dort konnte man eher lauter so Produktlaunches und so etwas. Also gibt es in den USA, also ist die USA nicht der Urvater, die Urmutter unserer klassischen Online-Kongresse? Ist das nicht der Fall? Gar nicht. Nee, Wahnsinn. Ich war total überrascht. Die hatten das nicht verstanden, dass quasi dann die ganzen Referenten das Launch-Produkt sind. Ja. Ja, das hatten die gar nicht verstanden gehabt. Ja. Okay. Und war dann auch ein bisschen Überzeugungsarbeit und ich bin ja aufgetreten, dann auch in London habe es vorgestellt und dann haben sie es verstanden. Jetzt haben sie mich wieder nach Las Vegas eingeladen, dass ich dort dann spreche auch über diese Sache. In Indien soll ich auch drüber sprechen, vor zigtausenden von Leuten. Ne, aber ich bin ja immer eher der strategische Kopf im Hintergrund. Ja. Ich bin ja ein ruhigerer. Ja. Und ich mag eben gerne Leute, dann, die nach außen repräsentieren. Ne. Sei es dann die Anja zum Beispiel, die das gut macht mit Interviews in deutscher Sprache auch. Oder dann, wenn du dabei bist, Andreas als Suborganizer. Ne. Und dann andere Co-Organisatoren, die wirklich das größere Ganze sehen. Ne. Also das müssen die Leute halt verstehen. Es ist so eine große Sache. Freiheit ist meiner Meinung nach, und ich glaube, von den meisten Menschen, das ist das Wichtigste, was es gibt. Ja, man kann ja nicht mehr alles nehmen. Ja, gerade versuchen sie es ja. Durch die ganzen Corona-Beschränkungen alles und dann auch durch die Inflation und so weiter, was es alles gibt. Ja, versucht man ja den Menschen jetzt wieder in der Freiheit ein bisschen einzuschränken. Du lass mich ganz kurz noch mal, das ist unhöflich, dich zu unterbrechen, aber lass uns noch mal zurückzugehen. Ich kann gar nicht glauben, dass es in den USA nicht Tausende von solchen Kongressen gibt. Also, genau, ne? Also das ist war das, spannend, ja. Also das gibt es so tatsächlich nicht in den USA? Genau, ganz wenig. Da gibt es mal ab und zu reine Live-Summits. Und dann gibt es mal, also wer das natürlich dann gut gemacht hat, war Anthony Robbins mit seinen Challenges, ja. Aber die sind dann
dass sie sich dann wiederum, da schließen sich dann nur 3 oder 4 Leute zusammen. Ja, also aber, nur 3 Speaker oder 4? Oder wie? Genau, 3, 4 Speaker und machen dann eine größere Challenge zusammen, ja, so einen kleinen Summit. Aber dass sich dort 50, 60, 100 Speaker, 200 Speaker zusammenschließen, ist nicht passiert. Weil da so eine Ego-Schiene läuft oder weil die das nicht verstanden haben? Oder weil das ja, die haben, es läuft schon eine ziemliche Ego-Schiene. Und dort, natürlich haben sie jetzt zum Beispiel, nehmen wir Anthony Robbins, die haben das verstanden gehabt, große Speaker vernetzen sich mit total guten Internet-Marketern. Hm. Ja? Weil der Internet-Marketer, der hat dadurch den Vorteil, dass er seine Produkte, kann er höherpreisige Produkte anbieten. Ja. Ein Internetmarketer, in Deutschland war es ja genauso. Mhm. Wenn man schaut, die ganzen Internetmarketer, die hatten alle Massenprodukte für 27 Euro oder was? Bis 80 Euro oder 100 Euro. Mhm. Ja? Aber dann ein Top-Speaker oder ein Top-Consultant oder Unternehmensberater, der hat ja ganz andere Preislevels. Ja? Und dann haben sie gemerkt, okay, das, die Herausforderung ist natürlich, wie kriegst du die unterschiedlichen Zielgruppen zusammen? Ne? Der Top-Speaker ja. hat ja eine andere Zielgruppe mhm. als die, als der Internet-Marketer. Ja, dann musste man eine Brücke bauen. Mhm. Ja, und die Online-Kongresse sind die optimale Brücke. Ja. Ja, also, ja, das wissen wir genauso zwischen Online und Offline. Ja, und dann hat man es gesehen, dann hat es auch in Amerika funktioniert. Frank Kern war ja mal früher mit Anthony Robbins zusammen. Jetzt ist Frank Kern mit Grant Cardone zusammen im Sales-Bereich. Ja, und vor 2 Jahren hatten wir mal so einen ganz großen Launch, wo sich mehrere Leute dann zusammengeschlossen haben. Das war schon eine Riesenherausforderung. Ja, das war damals mit David Michaels und Chad Neisle, die ich kennengelernt hatte, damals über Success Resources. Das war die größte Eventfirma da der Welt aus Singapur. Und in Devon, der hat das wirklich super organisiert. Ja, aber hat ein halbes Jahr, hat das locker Vorbereitung gebraucht. Mhm. Ja, aber dann haben über 800 Leute eben den Kongress mit, also war kein Kongress, sondern war sogar nur ein Produkt, sein Launch-Produkt, 3-stufig. Mhm. Ja, und das teure Produkt war $2,997. Aber trotzdem haben sich die Leute solidarisch erklärt und mitgeholfen. Sei es ein Les Brown, ein super guter, dunkelhäutiger Motivationsredner. Also ist einer der besten Motivationsredner von den farbigen Leuten. Ja? Mhm. Dann waren Andy Jenkins dabei, Michael Filsaime, die gute Internetmarketer, die Webinar-Champ und Ever-Webinar und so entwickelt haben. Oder André Mendosian, waren wirklich total coole Leute dabei. Und die haben sie alle, haben sie mitgeholfen. Mhm. Mit dieser Gemeinschaft. Das war das erste Mal so richtig, dass die Leute wie so eine Gemeinschaft gemacht haben. Ja. Ja, und mich hat es auch gewundert, immer wenn ich dann in Las Vegas war oder in Orlando mit den ganzen Top-Leuten, Internet-Marketern da getroffen habe, wir waren nur immer 50 Leute bei Andreas, aber vielleicht aus 30 oder 40 verschiedenen Ländern. Mhm. Ja? Und dann hat man immer geschaut, was ist da wirklich alles möglich? Ne? Und da waren wirklich Geschichten, dieser amerikanische Traum. Also wirklich für jeden war das machbar. Also 2013, der Gründer von JVZoo, der Rosenstein. Ja. Brian Rose hat er sich genannt als Künstlernamen, hieß aber in Wirklichkeit Rosenthal, war eine israelische Abstammung. Der konnte sich 2013 nicht einmal den Seminarraum leisten in Las Vegas. Mhm. Ja. Und dann 2016 schon war er bei den schnellsten 500 wachsenden Unternehmen der USA dabei. Okay. Mit über 4 Millionen Kunden. Ja. Okay. Wow. Ja, und weil ich gesehen habe, Marketing ist wirklich alles. Der hat seinen Traum gelebt. Der hat wie so ein Top-Visionär. Mhm. In Deutschland würde es vielleicht ein bisschen gesteinigt werden. Der hat vorher schon lauter Presseerklärungen gemacht, hat da Fotos gemacht, wie es auch viele Deutsche machen, wenn sie mit den amerikanischen Speakern
sich dann ablichten lassen. Das ist typisch amerikanische Strategie. Und dann hat er geschrieben, okay, ich arbeite mit ihm zusammen. Ja? Ja, und er hat es dann auch so gemacht, mit dem besten Internetmarketing hat er sich ablichten lassen, ja, dass die schon alle bei JVZoo mit dabei sind. Und was war dann? 3 Jahre, dann hat er eine Presseerklärung gemacht, einen Presseverteiler mit über 3000 Pressestellen und die haben das dann gepusht. Und gut, dann, lass uns nochmal zum Thema Freiheitskongress kommen, also immer Freiheit kommen. Ich meine, das Thema hat ja, wie soll ich sagen, das ist, dieses Thema an sich ist ja schon Magie. Ja. Ja, also das Thema Freiheit ist ja schon Magie. Mir spontan fällt das Thema Gesundheit ein. Ohne Gesundheit ist es mit der Freiheit nicht so doll her. Dann fällt mir das Thema Job ein. Dann haben wir die finanzielle Freiheit. Dann haben wir familiäre Freiheit. Dann haben wir vielleicht noch die Freiheit der Partnerwahl, ganz zu schweigen von der Meinungsfreiheit, Hinrichtung zu Grundrechten, Hinrichtung spirituelle Freiheit, spirituelles Wachstum. Und da möchte ich den lieben Zuhörern da draußen jetzt mal so ein paar Dinge einfach nochmal in Erinnerung bringen. Ja. Also man vergisst so schnell, wo wir eigentlich herkommen und wie lange wir eigentlich in unserer jetzigen Freiheitssituation leben. Ja, es ist 70 Jahre her, da war der europäische Zweite Weltkrieg gerade mal so ungefähr vorbei. 70 Jahre. Ich weiß nicht genau, ich glaube, in den 50ern haben die Schweizer Frauen das Wahlrecht bekommen. In den 60er Jahren musste auch die deutsche Frau ihren Ehemann noch fragen, ob sie eine Führerscheinprüfung machen darf. In den 60ern musste die deutsche Frau auch noch ihren Ehemann fragen, ob sie arbeiten gehen darf. Und heute sind das alles Dinge, die längst selbstverständlich sind. Ja? Oder auch unsere spirituelle Entwicklung, wenn ich mir überlege, 2008, 2006, das war so mein spiritueller Durchbruch, was damals noch als hochspirituell gegangen ist, ist heute Normalität. Ich habe es schon mal gesagt, vor 10 Jahren, 15 Jahren war ich beim Hugendubel und habe mir dort 8 Meter spirituelle Bücher angeguckt. Vor 2 Jahren war ich da mal wieder, also 10 Jahre später war ich wieder im Hugendubel und habe festgestellt, dass dieses 8-Meter-Regal heute nur noch 3 Meter ist. Ja, und habe ich dann die Verkäuferin gefragt, ja, warum ist es nur noch 3 Meter? Dann haben die gesagt, ja, weil das, was vor 10 Jahren spirituell war, ist heute Normalität. Eine Meditation ist heute gesellschaftsfähig. Auch der Chef des DAX-Konzerns kann heute meditieren. Das ist noch keine 7, 8 Jahre her. Da war das verpönt. Das waren alles Spinner. Ja, also wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die Freiheit, die wir heute als selbstverständlich sehen, so lange ist es noch nicht her. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Also meine Mutter, ich kann mich erinnern, die haben damals noch darüber gesprochen, dass der Mann zustimmen musste, damit die Führerschein macht. Ja, in manchen Ländern ist es ja immer noch so teilweise, und das ist ja das Schlimme. Ja? Ja. Ja, und deswegen schauen wir halt, welchen Geist können wir, Spirit ist ja der Geist, ja. Welchen Geist können wir in die ganzen Länder verbreiten? Ja. Weil Informationsfreiheit, könnte man sagen, ne? Ja. Wirklich richtige Freiheit, ja. Das ist nicht zum Aufhalten, ne? Weil heutzutage kann man nicht mehr alles begrenzen. Ja. Das weiß man, ne? Ja. Die ganzen Informationskanäle. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, sich eben vielseitig zu informieren, ja, weil oftmals, wenn man ein bisschen hinter die Fassade guckt, kommt ganz was anderes raus, ja, also viele wissen gar nicht, dass in keinem Land der Welt so viele Bücher und Filme verboten sind wie in Deutschland. Ja, das wissen die meisten gar nicht. Ja, ja klar. Ja. Ne? Deutschland war immer ein Land, das sehr bürokratisch ist, sagen wir mal so. Ne? Damals auch schon nach Max Weber im Ersten Weltkrieg. Und war immer sehr bürokratisch. Ne? Ja. Und, aber dafür sind wir sehr genau, die Deutschen, ne? Auch die Schweizer.
Ja. Ja, das ist dann doch dann alles wieder seine Vorteile, dass wir eben alles genau hinterfragen. Ja? Ja. Und wie heißt gerade dieses Lied, was Sie gerade verbieten hier mit dieses Ballermann-Lied? Ja, genau. Wie heißt das? Bitte puff mal, gell? Leila oder ja, da war hier in dem Nachbardorf war Schützenfest, ja. Da haben sie Skandal um Rosi gebracht, ja, mit dem Sperr, mit der 32168, die du mal kennst, ja, wieder, ja. Also da ging es ja noch viel mehr zur Sache, ja. Also ich finde es auch, diese Bürokratie ist schon wirklich schlimm, dass sie manche halt immer mit ihrem Ego wichtig machen wollen. Das ist ja genauso damals, was ja auch total lächerlich war, diese ganze Rechtschreibreform. Ja. Das hat ja niemand gebraucht. Ja. Ja? Ja. Niemand. Da gibt es halt ein paar Leute immer, die sie halt profilieren wollen. Dann sollen sie es halt profilieren. Ne? Und jetzt genauso wiederum welche, die halt oft, sagen wir mal so, nichts Konstruktives beitragen können. Ja. Die schauen halt wieder, dass sie irgendwas begrenzen wollen. Ja? Und ich sage dir eins so, Armin, ich schreibe immer noch die Anrede du und sie groß, weil ich denke, das hat was mit Respekt zu tun. Genau, ja. Ja, das ist ein Zeichen von Respekt und ja, also von Anerkennung und Respekt, warum ich mich weigere, das klein zu schreiben. Ja, ja, ne? Und ich habe mich auch das Lachen mit der Rechtschreibung Reform beschäftigt. Also ich bin mir sicher, dass ich nach neuer Regelung bestimmt viele Fehler mache. Ja? Ja, ja. Aber warum? Die Menschen verstehen es ja, was ich schreiben will. Ja? Und die Regeln, die sind ja selbst aufdoktriniert, könnte man sagen. Ja? Ja. Oder auch irgendwie Sternchen innen schreibe ich auch nicht. Ja, also ich habe schon noch so viel Zeit zu schreiben, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ja, und nicht sehr geehrte Herren innen, ja, also wo sind wir denn? Also das jetzt, ja. Und damit müssen wir halt rechnen, ne, dass immer, ja, diese Bürokratie ist halt da, ich sage manchmal sogar Behördenwahnsinn dazu, ja, aber nur mit Freiheit. Wir wollen hier nicht so diese Schiene wie ein Querdenkerkongress oder sowas, ja? Sondern bei uns geht es darum, dass man von den besten Experten, die sollen ihre Lebensgeschichte einfach erzählen, für was sie leben, für was sie brennen. Ja. Und dann sollen die Zuschauer davon lernen von diesen Personen. Ja? Weil wann wird man immer erfolgreich oder wann macht das Leben richtig Spaß? Super einfach, wenn man genau das tut, was man liebt. Da schaut man nicht aufs Geld. Ja? Ja. Das ist. Und ich komme wieder zu meinen Luftballons. Ne? Also das sind diese Muster, die im Zellbewusstsein verankert sind, ja, die mich behindern, wirklich frei zu sein. Ja? Also wenn deine Mama immer gesagt hat, du bist ein kleines, dummes, dickes Kind, meinst du, dass du mit diesem Luftballon, mit diesem Muster wirklich frei bist? Ja. Oder wenn du panische Höhenangst hast, meinst du, es lebt sich damit frei? Ja, oder wenn deine Eltern Kriegsereignisse erlebt haben, die zu einer Dauerdepression der Mutter geführt haben, damit bist du auch nicht frei. Ja, damit diese Schreckensängste, die sind in deinem Zellbewusstsein so verankert, da ist ein freies Leben gar nicht möglich. So schnell kannst du das gar nicht wegdrücken, was da alles so passiert. Ja, und ich komme nochmal auf die Zeitschiene zurück. Ich finde das wirklich eine Friedensnobelpreis-Würdigung für dich, ja, einen solchen globalen Kongress in die Welt zu bringen. Ja, mir ist doch lieber, lieber Armin, wenn sie mich fragen, ob du für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wirst, kriegst du meine Stimme. Ja. Aber ich befürchte, es wird mich keiner fragen. Aber wenn, dann würde ich sagen, lieber den Armin, der macht was Gutes, als irgendeinen, der so aussieht, als wäre auch gut, aber dauernd Bomben auf andere Dörfer schmeißt. Das geht natürlich nicht. Ne? Ja, genau, also ich sage immer, das, was Großes kann man nur gemeinschaftlich machen. Wie ein Team, ne? Die Bayern München sind immer mir sein mir. Ja, ne? Und ich bin halt ein bisschen ein Stratege. Ne? Die Anja, die macht es gut, geht gut voran. Ja, ne? Ein Team muss immer so heterogen sein wie möglich. Ja. Ja? Weil du dann kommen halt manchmal unterschiedliche Sichtweisen. Ja. Ja, aber das ist ja gut. Wenn der eine dort ein Spezialist ist, der andere ist dort, dann ist die Kunst, dass man sie halt zusammenbringt. Ja. Ja, und dass man dann die ganzen Eitelkeiten außen vor lässt
Ja, und das sieht man dann, wer dann ein höheres Bewusstsein hat, dass man dann, jeder weiß dann genau sein Spiel in dem großen Puzzle so ungefähr. Ja? Ja. Was kann er genau einbringen? Ja, und Freiheit entsteht ja auch, vor allem, das wissen viele gar nicht, durch Delegieren. Ja? Ja. Ja? Wenn einer ein total guter Leader ist, dann delegiert er so viel wie möglich, ja? Aber er gibt den Geist mit rüber. Ja. Er gibt, wir haben ja auch schon mal die Leadership-Kongresse gemacht mit ein paar Leuten, also da gab es Leadership mit neuem Bewusstsein, dann gibt es den Leader-Kongress damals von Reinhard Krechler, dann von Thomas Schmidt den Leadership mit neuem Bewusstsein Kongress. Und es ist wichtig, dass dieses Wissen auch in die Wirtschaft reinkommt. Ne? Gerade jetzt, wenn jetzt mit Gas und so weiter, wenn ein paar Probleme auftauchen, dann sieht man erst den richtigen Leader. Ja. Und ob der bereit ist, voranzugehen und mit seinen Leuten wirklich was entwickelt, Lösungen entwickelt. Ja, ja. Und es gibt immer Lösungen. Weltweit, wenn man vernetzt ist, gibt es immer Lösungen. Es gibt immer mehr Lösungen, als wenn man halt nur sehr begrenzt arbeitet. Ja. 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 Aber wie gesagt, viele Menschen haben ja das Thema Freiheit ja gar nicht auf ihrer Agenda stehen. Ja, die haben ihren Job 9-to-5 und dann fahren sie im Urlaub 1-2 Mal im Jahr. Dann lassen sie sich mit Mitte 30 scheiden und dann kommen dann irgendwann so mit Mitte 40, Mitte 50 die ersten Krebserscheinungen und so weiter. Und dann ratzfatz bist du mehr tot als lebendig und fragst dich, wo genau war der Punkt, wo ich in meinem Leben frei war? Ja, und da setzen wir ja bei dem Kongress wirklich an, dass wir sagen, es geht um die gesundheitliche Freiheit, um die spirituelle Freiheit. Es geht auch um die finanzielle Freiheit. Ja, weil, sind wir uns doch mal ganz ehrlich, also so ganz ohne Geld in Europa zu leben, ist jetzt auch nicht so die Erfüllung, ja. Ja, mit Geld kann man sich immer Zeit kaufen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja? Ja, ne, und dann auch, was Andreas gerade gesagt hat, ne, wir schauen eben auch bei uns, John Strelecki ist ja auch im Netzwerk mit Big Five for Life und Café am Rande der Welt und so, macht jetzt seine Europa-Tournee dann. Es gibt doch nichts Schöneres, als wie wenn man sich gegenseitig unterstützt, dass jeder seine, in Anführungszeichen, seine Bucketlist oder seine 5 Dinge, die er unbedingt noch machen will, dass er die machen kann in seinem Leben. Ich habe dann immer gesagt, okay, wenn ich mal gehe hier von der Erde, was soll denn auf dem Grabstein stehen? Ja? Okay. Ja? Und das ist vielleicht ein bisschen egomäßig, aber trotzdem, wenn man dann genau weiß, okay, das habe ich alles erlebt. Und wenn man dann wirklich mal alle Sachen erlebt hat, dann muss man sich halt wieder neue Sachen halt machen. Ne? Also, ich hatte so ein verrücktes Leben, dass ich alles Mögliche gemacht habe, wo andere sagen, du bist ein Spinner. Ja, aber gab keine Begrenzungen. Das ist für mich Freiheit. Die Grenzen immer weiter zu verschieben, sagen wir mal so, durch Erfahrungen. Ja, und wenn man dann die richtigen Leute hat, mit denen man zusammen ist und sich austauscht, ja, und dann trotzdem niemanden schädigt, ja, ist ja auch wichtig, ne? Dass man, auch wenn man total frei ist, dass man auf die Gemeinschaft, die Werte, ja, dass man die halt auch beachtet. Weil wir leben halt hier noch auf der Erde. Ja? Ja, und das ist dann trotzdem wichtig, das ist Wertschätzung. Also zum Beispiel haben wir auch sagen wir so, die letzten Jahre so eine Freiheit im Alter, nehmen wir es mal so. Ne? Also zur Zeit kommen zu mir relativ viele Menschen, die sind so Mitte 50 bis Ende 50, ja, und stehen an so einem Wendepunkt. Und dann frage ich dir immer, du hast noch 30 Jahre rollatorfreies Leben vor dir. Was hast du denn noch so vor? Ja? Ja. Wenn ich jetzt zurück an meine Eltern denke, an meinen Vater, der war ja schon der Meinung mit 55, dass es lohnt sich nicht mehr, eine Schallplatte zu kaufen. Ja? Also wird ja gar nicht mehr aufgehört. Also übertrieben, ist er über 80 geworden. Ja? Aber die Leute müssen sich auch mal darüber im Klaren sein, dass die Lebensspanne des aktiven Lebens viel länger ist.
Ja, also mal abgesehen von den Leuten im öffentlichen Dienst, die mit 60 irgendwie sich dann pensionieren lassen oder so und dann auf den Tod warten. Aber das Leben, das hört ja heute nicht auf vor 80 oder 90. Wir sind ja mitten im Leben. Die Freiheit eines langen Lebens zu haben in Gesundheit oder mit Gesundheit. Also so toll ist es nicht, wenn ich dann Flaschen sammeln muss oder so. Ja, also auch finanzielle Freiheit zu haben. Also auch die Eigenverantwortung nimmt immer mehr zu. Wenn ich mir anhöre, dass das Durchschnittsrenteneinkommen bei Frauen bei unter 800 Euro liegt und bei Männern, was weiß ich, bei 1000 Euro oder bei 1300 Euro, da ist es mit der Freiheit nicht so toll. Aber dann die Verantwortung, was mache ich denn aus meinem Leben? Was mache ich denn mit aus meiner finanziellen Freiheit? Ja. Oder was mache ich denn mit einem passiven Einkommen? Das ist ja auch ein Teil vom Freiheitskongress. Was ist denn mit der passiven Freiheit? Was ist denn mit der finanziellen Freiheit? Das sind ja auch alles so Dinge, die meisten ja überhaupt nicht am Schirm haben. Genau, ja, das ist deswegen, die wissen die Möglichkeiten gar nicht, was es alles gibt. Ja. Ne? Und es sind ja auch viele dabei bei uns, die mit verschiedensten Börsenstrategien und so weiter ja arbeiten. Ja. Wenn man die interviewt, dann weiß man auch sogar, dass es gar nicht gewünscht ist in Banken, dass dieses Wissen weitergegeben wird. Richtig. Ja? Ja. Ja, das ist ja das Verrückte an der ganzen Sache. Mhm. Ja, und wenn es halt, na, das finde ich auch mutig dann, dass solche Menschen ihr ganzes Wissen eben auch weitergeben, eben zum Wohle der Menschheit. Ne? Ja. Und trotzdem, dann werden sie halt oft belächelt, diese, weil dann gesagt wird, das gibt's ja nicht. Das ist, ja, weil es außerhalb ihrer Wahrnehmung ist. Ja. Und oder schau mal, jetzt im September kommt mein neues Buch raus über die Liebe in der fünften Dimension. Jetzt auch mal auf sexuelle Freiheit. Ja, also in manchen Ländern, wenn du heute die Neigung zu deinem eigenen Geschlecht hast, ja, dann wirst du dann immer gesteinigt, ja. Ja. Und auch da sind wir einen Schritt weiter, dass die Akzeptanz, gelebte Akzeptanz haben. Ich bin der Meinung, man mit diesem Gender-Dings da übertreibt man es ein wenig und es kippt damit in die falsche Richtung. Mensch, vor 20, 30 Jahren, wenn du dich geoutet hast, dass du homosexuell bist, damit war das Leben ja schon extrem gebrandmarkt. Und heute ist halt so. Also Normalität, ja, hätte ich fast gesagt, ja. Genau, ne? Es ist, die Welt entwickelt sich halt weiter. Ja. Ja. Ne? Und auch die hätte man früher sich vielleicht auch nie vorstellen lassen können, dass sogar Politiker homosexuell sind, ne? So wie der Spahn, ja, zum Beispiel damals. Ja? Ja, da haben es bestimmt nicht leicht gehabt, diese Menschen. Ja, ja, ja? Ja. Und das ist Toleranz. Ja, und wir müssen einfach lernen weltweit, wenn wir toleranter werden gegenüber dem anderen, ja, dann muss es auch keine Kriege mehr geben, nichts mehr. Ja? Ja, Freiheit. Das ist Freiheit nicht auf Kosten anderer oder so. Das geht natürlich nicht. Ja. Aber frei und auch nicht auf Kosten der Erde und so, sondern Freiheit darf nicht auf Kosten von irgendjemanden oder irgendwas gehen. Das macht keinen Sinn, zu sagen, ich bin frei und lebe meinen Freiheitsgedanken, indem ich meinem Nachbarn, weiß der Geier, was auf den Kopf haue oder so. Ja, ja, und das hängt ja alles total zusammen auch. Ja, war ja immer die Frage auch in Science-Fiction-Filmen, machen wir unseren Planeten kaputt? Ja. Ja, war ja in vielen Filmen war ja immer diese Frage. Ne? Und jetzt ist es ja auch so, machen wir im Moment unseren Planeten kaputt? Mhm. Ja, sei es Umwelt, was da alles ist, sei es durch die Kriege, ja, sei es durch ungerechtfertigte Verteilung. Ja? Ja. Ja. Und wenn hier die Menschen merken, durch Informationen, dass man das anders lösen könnte, ja. Ja? Und das halt gemeinschaftlich, ja. Ja, dann klafft die Schere vielleicht aus gar nichts und extrem viel, wird sie wieder ein bisschen verringern. Ja? Ja. Ja? Und das kann man halt auch durch diesen Freiheitskongress beitragen, ne? Dass es wieder mehr aufgeteilt wird, sagen wir mal, alles. Ja. Ja? Ja. Ja, aber klar. Also ich meine, ich habe ja auch da wirklich einen wirklich tollen
Vortrag oder Beitrag jetzt mit der Anja da vorbereitet für den Kongress, wo ich einfach mal auch mal erkläre, wie denn die Luftballons mit der Freiheit zusammenhängen. Und wenn du einfach einen Wahnsinns-Minderwertigkeitskomplex bekommen hast, weil deine Eltern dir das so mitgegeben haben, dann denkt man nicht, dass du dann ein freies Leben führen wirst. Das wird einfach nichts, weil du das gar nicht, das ist gar nicht vorgesehen. Der Luftballon sagt einfach, du bist nicht frei, du kannst einfach nicht frei sein, ja. Die Zusammenhänge, die erkläre ich da in diesem Beitrag auch ganz gut, wie eben unsere Blockaden, unsere Ängste und das, was wir in unserem Zellbewusstsein haben, ganz stark für unseren Freiheitsgedanken auch zuständig ist. Wenn du dich als kleiner Wurm fühlst, wie frei willst du denn sein, wenn du dich nur als Wurm fühlst? Ja? Und wenn du dann schon mal frei bist, dann auch die Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich mir überlege, du hast es gerade gesagt, ich habe vor 20 Jahren hier ein Haus gebaut. Ich habe vor 20 Jahren schon zwei Wassersysteme eingebaut, Brauchwasser mit Zisterne und Solar und das und das und das. Das waren, natürlich hat mich diese Brauchwasserzisternenanlage 10.000 Euro gekostet. Ja? Aber dafür habe ich halt keine Fensterbänke aus Marmor genommen. Ja, da konnte ich dann gern drauf verzichten, auf Fensterbänke aus Marmor. Habe ich lieber eine Solaranlage und eine Zisternenanlage gemacht. Ja, und heute, das funktioniert einfach. Eine Frage des Wollens, was machst du draus? Ja? Ich habe seit April läuft bei mir keine Heizung mehr oder auch kein Verbrenner mehr damit für warm Wasser. Das macht alles die Sonne. Ja, und ich hoffe, dass bis Ende September das noch so bleibt, dass ich nichts verbrennen muss, damit ich warm Wasser habe. Das sind Freiheit für mich, Freiheit für ein warmes Wasser, für ein bisschen Geld und ein bisschen Nachdenken und Verantwortung. Ja, und da bin ich wirklich stolz aber jetzt drauf, an dem Freiheitskongress auch meine Nachricht oder meine Message zu verkünden, um da auch ein bisschen Bewusstsein für diese Welt eben doch rüberzubringen. Genau, ne? Freiheit beginnt immer im Geist. Wenn der Geist nicht frei ist, ja, dann kann es nicht funktionieren. Ja. Ne? Und wann ist der Geist frei? Wenn er Urvertrauen hat. Ja? Wenn man Vertrauen hat. Ja. Und wenn schon in der Kindheit, wenn einem viel Vertrauen gegeben wurde. Ja, ne? Und, und viele wurden halt in der Kindheit leider sehr klein gehalten oder so. Ja. Und konnten gar nicht so ein Urvertrauen entwickeln, konnten gar nicht herausfinden, wer sie wirklich selbst sind, weil ihnen alles aufdoktriniert wurde. Ja, und jetzt mit dem Freiheitskongress arbeiten wir daran, auch wieder Bewusstsein herzustellen, an sich selbst zu denken, an sich selbst zu entwickeln, spirituelle Transformation zu erleben. Das ist einfach das auch so Schöne an dem Kongress. Und deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, also dich unbedingt hier reinzuklinken, auch das Kongresspaket zu nehmen. Und lieber Armin, hast du noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges zum Kongress zu erzählen oder sind wir sonst weit durch? Ja, also wir freuen uns natürlich, wenn so viele Menschen wie möglich dabei sind, ne? Weil die Vision ist auch ziemlich einfach. Ne? Share and win, gemeinsam erfolgreich. Je mehr man teilt, umso erfolgreicher werden wir alle. Ja. Umso mehr geht um die Welt dieses Wissen rum. Ja. Und jeder kann eben beitragen bei diesem Freiheitskongress. Jeder Referent, jeder Empfehler, jede Agentur, jeder Zuschauer. Einfach, sei es durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder auch durch professionelles Affiliate-Marketing. Ja. Ja. Jeder kann dazu seinen Beitrag leisten und jeder kann mitpartizipieren. Das ist das Wichtigste. Ja. Ganz besonders spannend finde ich, dass wir nächstes Jahr auch nach USA ausstrahlen. Genau. Ja, also wir gehen in andere Länder auch. Die Story habe ich ja vorher nicht erzählt, in welche Möglichkeiten das es alles gibt. Als ich in Las Vegas war, das erste Mal, war dann dort der Fernando aus Sao Paulo. Ja, der hat einen Kredit aufgenommen, der hatte keine Bekleidung, nur damit er dorthin fliegen konnte, von Sao Paulo nach Las Vegas.
Ja, und hatte keine Ersparnisse, nichts. Kam mit total kaputten Schuhen alles hin und so weiter. Ne, aber er hatte eine Vision. Sao Paulo ist ja ein Riesenloch, wer mal in Brasilien war. Ist eine Stadt mit über 20 Millionen Einwohnern. Ja, und er wusste, okay, in Sao Paulo gab es noch kein gescheites Internetmarketing. Ja, und dann hat er damals in Las Vegas hat er einfach zwei Leute gefragt, ob er im ganzen südamerikanischen Markt in Portugiesisch, also ein Produkt übersetzen kann in die portugiesische Sprache, macht einen kompletten Done-for-You-Service und promotet es halt dann. Was war? Ein Jahr später in Orlando war Fernando da mit nur einem Partner, war schon Multimillionär. Ja? Einfach solche Geschichten. Ne? Freiheit. Es ist auch die Freiheit, das aus seinem Leben zu machen, was man möchte. Schöpferische Freiheit, Energiefreiheit. Es ist einfach schön, dass wir in dieser Zeit, in dieser Epoche leben. Da ist das eben auch möglich. Ja. Ja, und dann ist es wichtig, dann, dass man es auch wiederum zurückgibt. Ja. Ne? Dass man dann drüber spricht. Mut, da gehört der Mut dazu. Dass man so etwas macht. Ne? Und in Deutschland, der Unternehmergeist, der fehlt teilweise, weil es uns zu gut geht. Da ist zu viel Sicherheit da. Ja, da ist zu viel Sicherheit und dann weiß man, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ne? Ja. Schlimmstenfalls kann es passieren, dass du beim Jobcenter landest oder was, ja? Aber nicht, dass du verhungerst oder so. Ja? Mhm. Ja, und das ist dieser Geist, der muss sich entwickeln oder man wird angesteckt von Leuten. Ja? Mhm. Ja, und das ist immer besser, wenn man angesteckt wird von Leuten, dass wenn man sagt, ja, okay, bei dem hat es funktioniert. Ne? Und, ein guter Referent, Half Ecker aus Australien, der dann in Amerika war, hat immer gesagt, if you can do it, I can do it. And if I can do it, he can do it. Ziemlich einfach. Ne? Also, aber man muss es halt tun. Mit diesen Worten sollten wir das auch beenden, unser Interview. Ja, wir können es alle tun und wir werden alle ein bisschen was hinterlassen, damit die Welt ein bisschen besser wird. Lieber Armin, ich bedanke mich für das tolle Interview. Ich bedanke mich für dich, also mein Dank geht auch an dich und dem Team für diesen tollen Kongress und nächstes Jahr erobern wir die USA. Ja, gerne. Ne? Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiterempfehlen. Und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag, immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos hier in der Redaktion und vor dem Mikrofon. Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.